Hallo und herzlich willkommen zurück, immer noch hier mitten in der Action gegen hier Syphilis oder wie der heißt, keine Ahnung. Wir müssen immer noch gegen ihn kämpfen, wir schaffen es einfach. Ja, Jason, du bist ein extrem cleverer Mensch, das habe ich direkt gemerkt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Du bist der größte Mongo, den es gibt. Ihr sollt euch gegenseitig hier verletzen, aber ihr macht nichts von alledem, das finde ich scheiße. Genau. Los. Jason, ey, du bist doch echt zu blöd zum Kacken. Du sollst ausweichen, Junge. Ausweichen. Oh, warte mal. Das Problem ist, dass ihn diese Kraft anscheinend nichts anhaben kann. Und ist ihn sowieso nicht interessiert, wenn ich ihn treffe. So, erstmal ihn töten. Er holt sich ja sowieso gleich wieder einen neuen. So, haut er mich wieder auf den Boden. Ja, da ist wieder ein neuer. Wo ist denn er? Wo ist denn er? Hallo? Ja, hau mich einfach. Scheiß drauf. Ist mir jetzt auch egal. So, ich weiß nämlich nicht... Ohne Scheiß, ich weiß ja nicht mal, wie ich gegen ihn kämpfen muss. So, komm mal her. Ah. Komm mal her. Ah. Genau. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn für mich. So ist gut, meine Freunde. So ist gut. Aha. So finde ich das eigentlich ganz cool, wenn ihr euch gegenseitig tötet. Ich werde jetzt einfach hier nur noch ein bisschen ausweichen. Hoffen, dass sie dann ihren Schwert... mit ihrem Schwert gegen ihn kämpfen. Auch wenn sie das eigentlich ja nicht wollen. Aber die können, glaube ich, ein bisschen mehr austeilen als ich. Aber der wehrt auch immer alles ab, ey, der Arsch. Beziehungsweise dann kann er seine komischen Zentauren oder hier Minotauren selber töten, ist mir doch wurscht. Zumindest kann er sie dann mal hier, ne? Und so, ja, so ist gut. Hast du sehr gut getroffen. Oh scheiße, der ist jetzt hinter mir, das ist doof. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll, ey, in diesem verkackten Mongo-Kampf. Ich weiche jetzt einfach immer nur aus, der Kampf wird wahrscheinlich nochmal 15 Minuten gehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber der holt ja auch immer neue Leute dazu. Gibt es hier irgendwas, was ich reinigen kann? Gibt es hier irgendwie... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Gibt es hier so eine Knubbel? Nein, hier gibt es, glaube ich, keine Knubbel. Hier sind auf jeden Fall meine Homeboys drin. Die darf ich ja nicht mitkämpfen lassen. Aber er schon. Das finde ich ein bisschen gemein. Alter! Du Wichser! Immer aus dem Bahn hier. Muss ausweichen, ich bin gleich wieder tot, das ist doch scheiße. Lass mich in Ruhe. So. Mann, ey, mach doch mal ein bisschen Schaden an dem kleinen Bastard. Kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das nicht schafft, den kaputt zu hauen, ey, mit seinem... behinderten Schild, was der überhaupt nicht richtig einsetzt, ja? Der trägt es nur mit, damit er ein Schild hat. So sieht es ziemlich aus hier. Irgendwann muss das doch mal hier funktionieren, die Scheiße, so wie ich das möchte. Mann, du musst den schon treffen, du Mongo. So ist gut. Ihr müsst schon zuhauen, sonst wird das nichts. Oh, jetzt hat er mein Schild getroffen. Zum Glück nur das. Scheiße. Abhauen. Wo ist er jetzt? Er ist wieder da hinten. Ich muss weg hier. Ich muss zu ihm. Ich muss ihm jetzt in die Fresse hauen. Aber ordentlich. Jetzt verpisst er sich sowieso. Jetzt kommt er. Ach, fuck you. Nutz dein Schild, Jason. Du musst der Macht widerstehen. Alter, hör mal auf damit jetzt. So. Alles klar. Only you and me, oder was? Ich glaube, deine Boys sind weg, ne? Alter, ich wollte ausweichen. Den zweiten Schlag hätte er eigentlich gar nicht landen können. Dürfen, müssen, sollen. So. 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 Wo bist du jetzt? Jetzt bist du da hinten. Kein Problem. Wenn da keine verkackten Minotauren dabei sind, dann läuft die ganze Rotze. Doch, so, ich werde mal mein Schild direkt einsetzen hier. Ich halte dem Rotz jetzt einfach stand. Da kannst du nichts machen, Junge. Nix machst du da. Nix. Oh, scheiße. Ich würde mal gerne wissen, was der immer in dieser komischen
Blase macht. Ich glaube, er hat seine Waffe verloren. Los, er ist tot. Jawohl. Und wohin geht eine Schwarzzunge, wenn sie im Tartarus stirbt? Vielleicht gehe ich nach Iolkos. Was weißt du über Iolkos? Siehst du nicht, wie meine Brüder sich erheben? Anscheinend nicht. Schwarzzungen beherrschen nun Iolkos. Du wirst das Vlies nie bekommen. Was macht er da? Alter. Was war das für ein hässlicher Mongo? Was ist mit uns jetzt los? Alkmene. Der Weg zum Vlies ist frei. Also werden wir uns doch die Chance nicht entgehen lassen, uns das auch zu schnappen, denn deswegen sind wir hier. Deswegen haben wir all diese Strapazen und Mühen auf uns genommen. Um das goldene Vlies mitzunehmen. Alter, was ist denn das für ein krasser Schild, Alter? Was ist denn da passiert? Legendärer Held. Was geht jetzt ab hier? Ich denke mal, die haben jetzt keine Chance mehr. So, Moment, ich muss erstmal hier ein paar Kräfte einsetzen, weil jetzt ist vorbei hier. Schluss mit lustig. Dann geht alle weg, ihr kleinen Mongos. Ihr werdet alle sterben. Denn wir sind jetzt ein epischer Held geworden, weil wir das nämlich da hier, ne, und das goldene Vlies haben. Wir haben jetzt einen Widderkopf auf dem Schild. Das muss ja was bedeuten. So, stirb. Stirb. Und du kannst auch direkt mal sterben hier. Weißt du? Oh. So läuft der Hase ab jetzt. So und nicht anders. Okay. Ja, Son, du hast es geschafft. Das Vlies. Hoffen wir, dass es Alkmene zurückbringt. Wollen wir es hoffen. Die letzten Worte des Feindes sind beunruhigend. Die Schwarzungen, Herrscher von Iolkos? Mich überrascht gar nichts mehr. Ob er nun gelogen hat oder nicht, wir kehren zurück und finden es heraus. Genau das werden wir tun. Wir haben das goldene Vlies, aber wir sind noch nicht am Ende, wie scheint. Ich denke mal, wir müssen Iolkos noch befreien. Ja, Son, da ist etwas im Nebel. Pelias! Was habt ihr getan? Das Element der Überraschung können wir damit vergessen. Wie viele sind es? Zu viele. Ich muss die Tiefe messen. Ich helfe dir. Jason, mein aufrichtiges Beileid. Achilles, bereiten wir uns vor. Wie? Ja, richtig. Jason. Hauptmann Idas. Erhöre mich, Hermes. Im Namen von Idas, Hauptmann der Wache von Iolkos. Geleite ihn wohl, denn er war mein Freund. Finde deine Ruhestätte, Idas. Erfahre nun dein verdientes Schicksal. Du bist von deinen sterblichen Fesseln befreit. Möge Hades deiner Seele gnädig sein. Elpis, Tochter von Kyros und Kallista. Du bist von deinen sterblichen Fesseln befreit. Möge Hades deiner Seele gnädig sein. Der hat alle... Nason,
Vater von Patras und Timaeus. Den haben wir gar nicht gefunden, den Typen. Du bist von deinen sterblichen Fesseln befreit. Der hat die alle abschlachten lassen. Oh Mann. Ich denke, dafür wird es auf jeden Fall Rache geben. Und zwar blutige Rache. Sieht aus, als hätte Pelias eine ganze Armee. Ich kann nicht näher ranfahren, Jason. Sie würden uns entdecken. Dann nehmen wir die Boote. Ich werde mit zwei Gefährten am Hafen landen. Zwei weitere landen an der östlichen Küste. Wir treffen uns am Palast. Der Rest verteidigt die Argo. Wir dürfen sie nicht verlieren. Lykomedes, du hast den Befehl über das Schiff. Kehren wir nicht zurück. Segle heim und bringe deine Armee. Mein Volk ist stets zum Kampf bereit. Es ist beschlossen. Wir gehen noch in dieser Stunde. Bereitet euch vor. Alles klar. Auf zum letzten Gefecht, würde ich mal sagen. Hier in der Argo. Aber wir werden das letzte Gefecht erst in der nächsten Folge angehen, denn ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Hoffe natürlich, wir sehen uns auch in der nächsten Folge von Let's Play Rise of the Argonauts, wenn es den Schurken und Schergen der Schurken und überhaupt allen aufs Fressbrett gegeben wird. Bis dann. Haut rein, Leute!